Hallo, ich bin meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pflanzen gegen Zombies Garden Warfare 2. Beim letzten Mal haben wir das Feuerwerk geholt. Schauen wir mal, was hier sonst rumliegt. Vielleicht liegt hier noch was Schönes. Eine Schneekugel. Oh, guck mal, ein Zwerg. Ein Gartenzwerg. Interessant. Oh, jetzt habe ich das kaputt gemacht. Tut mir leid. Wollte ich gar nicht. Ups, schon wieder. Das tut mir echt leid. So, leider kein Dings hier drin. Auch ein Zwerg war hier drin gewesen, auch wenn ich nicht weiß mehr, wofür die Zwerge gut waren. Keine Ahnung mehr. Na gut, egal. Wir sprechen mit Dave Bot. Initiale Begrüßung 10.098. Du bist der Besteste. Besser als der Restteste. Fehler, furchtbare Begrüßung, löschen. Und dann haben wir die nächste Mission. Spreng die Gräber. Wir müssen gegen die Zombies in die Offensive gehen und sie aus der Nachbarschaft fernhalten. Das hast du gut gemacht, Kadett. Du hast die Feuerwerkskörper. Deathbot 3000 ist stolz und geehrt dir das Ehrenabzeichen der Fehlerabzeichen nicht verfügbar. Deathbot 3000 sieht dich unverwandt an. So, was das Feuerwerk betrifft. Drei Teile Feuerwerk auf einen Teil hausgemachte Salze ergeben ein wirksames Anti-Zombie-Mittel. Initiere Test für Fähigkeit 1, Kompetenz im Umgang mit Sprengstoff und Salsa. Teste die Zerstörungs- und Anti-Zombie-Kraft des Feuerwerks aus. Mit der Salsa wird es schön klebrig. Na gut, spreng die Gräber. Lief-Auftrag. Düdüm. Dahin sind unsere Ziele. Und auf dem Weg dahin sind sicherlich einige böse, böse Zombies. Wir können aber währenddessen einfach mal ein bisschen die Chance nutzen, uns ein bisschen umzuschauen. Ob hier nicht irgendwo ein paar kleine Schneekugeln sind. Ein Stoppschild. Zumindest sehe ich noch keine. Ich sehe aber noch keine Zombies. Da ist eine Schneekugel. Ach, guck mal, hier ist ein Ziel. Hier schon in der Nähe. Aua. Ich glaube, du spinnst, ey. Ich bin gestunt. Eingefroren war ich gerade. Der war ziemlich böse. Oh, nicht ihr schon wieder, Alter. Ihr macht mich irre. Jetzt hab ich aus den zwei Zombie-Minen gelegt. Nein, ist zumindest hochgegangen. Ja, dummerweise sind die schneller als ich beim Rückwärtslaufen. Schön Ausschau halten. Ja, die Schneekugeln können nicht überall sein. Ich glaube, das ist das normale Feld, oder? Naja, ich glaube, ich werde später einfach mal die Dinger suchen in jeder einzelnen Mission. Was natürlich echt lange dauern kann. Dann sollte man das auch vielleicht nicht alleine machen. Level 5, nice. Jetzt habe ich theoretisch die Fähigkeit, ja, wenn ich sie anlegen könnte. Kann ich aber gerade noch nicht. Okay, da hinten ist das Feuerwerk. Noch Zombies? Interessant. Ich bin vergiftet. Oder warum von der Giftgranate? Ja, ja, so ist das. Oh, was haben wir hier Schönes? Hi. Boah, ich hätte echt Bock hier alles abzusuchen. Ach, das ist wirklich das normale Feld. Hier ist nämlich die eine Kiste. Okay, ist das normale Feld, dann kann ich das auch später auch mal absuchen. Badam! Lass uns etwas... Oh, hier ist Schneekugel. Da oben lag sie irgendwo. Lass uns etwas Spaß haben. Nutz die Kanonen und das Anwesen der Zombies zu... Ach, nö, oder? Die Kanone steht auf der Straße auf einmal. Kanone nutzen unvollständig. Ja, ja, bin ja dabei.
Shot me! Ich glaube, ich bin sowas von tot. Ich bin sowas von tot. Im Baum festgehangen. Jetzt muss ich ja auch noch was abliefern. Was ist los mit euch? Schneekugel da oben. Ich sehe sie. Komm ich bitte da hoch? Achso, ich glaube, wir brauchen den anderen Charakter dafür. Juhu, Feuerwerk. Licht und Lärm stoßen die Zombies ab, alles klar. Disco Stu. Sieht schlecht aus für mich, ne? Aber solange es nur die 3 sind, ist okay. Die 4 meine ich. Aber er wird gleich wieder seine Zombies rufen. Das ist so der typische Skill. Ja, da sind sie nämlich schon wieder. Bin tot. Gib mir auf die Nüsse. Töte ihn, töte ihn, töte ihn, bevor er mich tötet. Okay, ich habe noch genug HP, wunderbar. Bedem. Hatte ich einen Diamant hinterlassen? Nö. So, bin ich hier langsam mal fertig mit den Missionen? Dankeschön. 5000 Münzen, vielen Dank. Meine Fresse, das war ja nicht so einfach. Du hast DaveBot 3000 bewiesen, dass du weißt, wie man Toast macht. Toast-Fehler. Du hast DaveBot 3000 bewiesen, dass du das Zeug hast, mich selbst zum Toast zu werden. Das ist doch ein Fortschritt. Dir wurde das Abzeichen der Abzeichenprüfung Nettigkeit verliehen. Oh, ich habe das Abzeichen der Nettigkeit. Vielen Dank dafür. Das Zitronenabzeichen, Meisterabzeichen, Rosi-Abzeichen. DaveBot 3000 hat eine Belohnung für all deine Mühen für dich. Dir wurde eine Portalkugel verliehen. Platziere auf einem beliebigen Objekt, dass das Platziere sie auf einem beliebigen Objekt, auf das Portalkugeln passen. Zum Beispiel auf einem Kugelpodest. Wer weiß, was denn passiert? Mit Fingern herumfächeln. Fehler. Kein Finger vorhanden. Sieht dich unverwandt an. Kugeln sind großartig. Portal öffnen. So, war mal unser Ziel. Das wird bestimmt irgendwo bei mir sein. Da hinten ist es. Ach ja, das war es gewesen. Diese eine Sackgasse, wo bisher nichts passiert ist. So, was war hier? Melde dich beim nächsten Leaf-Agenten. Ach so, okay. Huch. Spannend. Da hinten ist sie. Wir haben 3 Ziele. Nehmen wir erstmal die Mitte. Portal öffnen. Wow. Das sieht da crazy aus. Das sah noch crazier aus. Was? Boah, wenn ich hier durchlaufe. Oh, guck mal, wie crazy das aussieht. Aber schön, das ist ein flüssiger Übergang. Also keine Ladezeiten, das gefällt mir. Sehr schön. Jetzt haben wir nämlich den nächsten die nächste Schneekugel. Es gibt mehr als nur ein Feld. Es gibt ja auch noch, wobei hier komme ich glaube ich nicht raus, oder? Das ist eine riesen Kiste. Eine riesig, riesige Kiste. Vielleicht kriege ich das als Belohnung, wer weiß das schon. Suchen wir auch erstmal hier so ein bisschen. Aber hier ist nichts mehr. Vielleicht hat sich da hinten noch eine Schneekugel versteckt. Nö. Hat sie nicht. So, was ist hier eigentlich die hier? Melde dich bei Agent Mais. Und rede mit Dr. Patient. Das ist doof. Egal, machen wir weiter. Back, back, oh. Boah, scheiße, sieht der grauenvoll aus. Guck mal an.
Jetzt guckst du nach unten und wenn ich hier von vorne laufe. Boah, Alter, ist ja grauenvoll, aber das ist einfach nur ein Grafikfehler, glaube ich. Aber echt grauenvoll. Holy shit. Kann ich hier Mais rumlatschen? Tatsächlich kann ich Mais rumlatschen. Da ist ja doch bestimmt noch mal was versteckt. Aber ich sehe gerade nichts. Gut, schön, schön. Hallo, Agent Mais. Na gut. Ich bin Spezialagent Mais, Kommandant der Leaf-Luftschwadron. Willkommen in der KOZ, der Kolbenzentrale. Da, wo du jetzt stehst, haben schon einige der besten Anti-Zombie-Kämpfer auf dem Planeten trainiert. Und wir sind stolz auf unsere Taco-Dienstage, jetzt immer samstags. Bereit zu kämpfen? Bereit zu siegen? Positiv. Gehe zur Z-Tech-Fabrik und sammle Informationen zu, den geheimen Handelsrouten für Nuklearsaft. Boah, hier gibt es richtig dicke Belohnungen. 10.000 Münzen ist nicht übel. Wir müssen hier hinter feindlichen Linien absetzen, direkt in der Z-Tech-Fabrik. Sammle Informationen über die geheimen Handelsrouten für Nuklearsaft. Beifügen? Nee, negativ. Weil ich möchte mir erstmal ganz kurz umziehen. Ich habe nämlich, kann ich nicht mal hier machen, das ist ja total dumm. Ich habe nämlich noch die eine Fähigkeit, die ich ansetzen muss. Die ist, glaube ich, nämlich... Oh, was ist das denn? Alter, das sieht ja grauenvoll aus, die Schattenblume. Holy shit. Will ich haben. Erstmal setzen wir uns die Dings an. Das neue Upgrade. Sofern es nicht automatisch, aber ich glaube, es ist nicht automatisch. Ja, anpassen. Nein. Du bist doof. Anpassen. Fähigkeiten. Nee, das war's nicht, sondern Spielcharakterverbesserung, Regenerationsverzögerungs-Upgrade. Sehr schön, ist drin, wunderbar. Und dann haben wir hier eine Schattenblume, ja. Das ist wieder aber nur ein Helden-Special, zeitlich begrenzt. Nicht übel, nicht übel. Dunkle Energie. Aber die sieht heftig aus, holy shit. Okay, aber sie ist eher so ein kleiner Supporter statt ein Damage-Dealer, der mir ein bisschen hilfreich sein könnte. Deswegen kann ich sie leider nicht mitnehmen. Als Support vielleicht, ja, wahrscheinlich, aber nicht als einzelner Kämpfer. Aber sieht nicht übel aus, muss ich sagen. Gefällt mir. So, dann gehen wir... Sieht man das hier irgendwo da hinten vielleicht? Ne, was sieht man nirgendwo? Ein riesiger Ballon. Na gut, gehen wir wieder rein. Jetzt muss man wieder laden, weil ich gerade am Umziehen war. Da musste er kurz laden. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir machen ganz kurz eine Pause. Sind in der nächsten Folge wieder von Pflanzen gegen Zombies Garden Warfare 2. Dann reden wir nochmal mit Agent Mais und beginnen unsere Mission. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.